So, wir melden uns zurück natürlich wieder mit einem kleinen Infovideo, weil ich bin zu faul, um noch zu spielen. Deswegen lese ich immer nur noch vor, was schon jeder weiß. Und hier gibt's gleich erstmal Currywurst, Bruder, guck. Denn von alleine wird man nicht so dick. Und ich will euch kurz mal zeigen, wie das dann aussieht. Wenn die vierte Generation da ist, habt ihr in eurem Pokédex natürlich dann auch die Sinnoh-Region aufgeführt. Und da habt ihr hier schon mal einen kleinen Einblick. 377, wenn man alle hat, sind es dann aktuell gewesen. Und ihr seht, da unten steht schon die neue Kategorie Sinnoh dabei. Die vierte Generation kommt dann rein. Oben ist dann auch schon ein Zähler dabei. Da geht es dann wieder los mit den Bronze-, Silber-, Goldmedaillen zu sammeln. Also es rückt alles immer näher, es wird nicht mehr lange dauern und hier habt ihr auch nochmal eine Übersicht kurz über dieses Feature. Wenn man also die Kampfteams dann wählen kann, dass man nicht jedes einzeln auswählt und wieder rein und wieder einzeln und wieder raus und wieder rein, sondern dass man in diesem Menü also sich gleich 6 Stück direkt zusammensuchen kann, über diese Mehrfachauswahl in das Team reinschmeißen. Aber was das Interessanteste ist, und das seht ihr gleich, ist natürlich die WP-Änderung. Und da danke ich erstmal Sarah Lamar, die mir hier diesen Text da geschrieben hat als Kommentar, weil ich das bisher noch nirgendwo gesehen oder gelesen habe. Vielleicht ist es natürlich auch schon bekannt, aber das fand ich natürlich ganz interessant, da hier nämlich ein paar WP-Änderungen aufgelistet sind. Ich weiß nicht, ob die stimmen, ob das wirklich so kommt. Wenn ja, wäre es natürlich interessant und krass, denn ihr seht schon allein bei Deoxys, die Normalform hat statt 2700 maximal dann 3100. Also das macht dann natürlich schon ordentlich was her, ist dann sicherlich auch brauchbarer. Hier sind nämlich auch erstmal die aufgelistet, die steigen, wie Austos, was von 2.4 auf 2.8 steigt. Simsela von 2.8 auf 3.2, was ich richtig krass fand, weil ich habe dann noch mein 100% Simsela, das fand ich mit 2.8 schon richtig cool. Aber mit 3200 ist das richtig eine Maschine. Kingla haben wir dann von 2.6 auf 3.000, also da würde ich auch mal ein fettes Kingler entwickeln, hochziehen. Gengar von 2.6 auf 2.8, Kapilz 2.4 auf 2.6, Psyana mit 3.000 auf 3.200, was auch ein richtig guter Psychoangreifer ist. Auch Flamara wird nochmal angehoben und kommt über die 3.000. Gaudoir von 2.9 auf 3.1, Xerox nochmal 100 Punkte mehr, Gewaldro 2.5 auf 2.7, Mewtwo von 3.9 auf 4.011 und endlich knackt es also die 4.000 WP, was richtig cool ist. Glurak 2.6, 2.7, Metagross 3.6, 3.7, Latios 3.6, 3.7. Dann gehe ich Liste aber weiter mit den Pokémon, die wahrscheinlich eine WP-Abschwächung bekommen. Angefangen mit Gyarados, was also jetzt nicht so viel schwächer wird, aber trotzdem abgeschwächt wird von 3.281 auf 3.240. Bruder Landa wird etwas abgeschwächt, 3.5 auf 3.4. Mew, ja gut, ich glaube meins würde noch nicht mal über die 3.000 kommen, deswegen ist mir das eigentlich auch wurscht. Nimmt etwas ab, genauso wie Celebi nimmt auch etwas ab. Despota finde ich richtig scheiße, dass das von seinen 3670 auf 3583 nur noch runtergeputzt wird. Und jetzt die Krönung, Hytera natürlich, von 3200 auf 2600. Also das ist ja dann richtig eine Krücke von den WP her. Aber es wird sicherlich trotzdem immer noch schwer zu bezwingen sein und den Leuten, die jetzt nicht unbedingt eine Maromai-Armee haben, ein bisschen dann auf den Senkel gehen. Relaxo genauso von 3.3 auf 2.9. Letterking, das Monster mit den meisten WP, von 4.5 auf 4.2. Das sind fast 300, die da wegfallen. Hariyama 2.7 auf 2.5. Entei, mein 100% Entei, wird nur noch 3.200 haben. Wie gemein ist das denn? Lugia 3.5, 3.4, Lapras. Die haben Lapras damals schon gekürzt. Die haben damals schon von 2.8 oder 2.9 ist auf 2.6 runtergeschraubt und jetzt wird es nochmal verringert von 2.6 auf 2.4. Also irgendwann hat das Ding nur noch WP10 und man kann es Taubsi nennen. Aber das waren jetzt erstmal die bekannten, die wir jetzt haben und es wird natürlich ein paar neue aus der Gen 4 dazukommen, wo schon ein paar WP dabei stehen, wo sich viele natürlich freuen. Hier Roserade wird auch 3000 erreichen, Glaciola über 3100, Darkrai 3600, Galagladi
3100, Magnesone 3100, Palkia 3900, Regigigas, worauf sich auch schon manche freuen oder gespannt sind, wie das dann kommt und eingeführt wird, 4100, Rihornior 3666, Girantina 3400, Knackrack 3600 und Mammutel 3100. Und auf Mammutel freue ich mich natürlich besonders, richtig cooler Eisangreifer. Und die restlichen sind natürlich die Sachen, die also aus den anderen Generationen in der vierten die Weiterentwicklungen bekommen, glaube ich. Die meisten auf jeden Fall, Knackrack weiß ich jetzt, hat letztens auch einer geschrieben, aber wie gesagt, ich kenne mich in der vierten überhaupt nicht aus, in der dritten, in der zweiten nicht, ich kannte nur die erste, aber das ist auf jeden Fall sehr interessant, was da gemacht wird. Bei vielen bin ich froh, dass die angehoben werden, das ist richtig krass. Und bei einigen natürlich scheiße, dass die wieder so weit runtergesetzt werden. Und ihr seht, der Arm zittert schon wieder wie Espenlaub und deswegen war es das erstmal für diese Folge. Viel Spaß noch, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.